Läuft? Ja. Gut, wir lernen heute das Mischpult kennen. Das hier ist ein Mischpult und das Mischpult hat auch gleichzeitig noch eine Endstufe drin. Da sind also noch zwei Boxen angeschlossen. Das heißt also, das ist alles, was man braucht, um Mikrofone oder Instrumente hörbar zu machen. Ja, wenn wir mal oben anfangen. Wir haben hier die Kanäle, da kann man was anschließen. Ne? Und das Mischpult hat jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mikrofonkanäle. Und dann hat es hier noch so ein paar andere Kanäle für Keyboard oder um CD-Spieler anzuschließen. Mikrofonkanäle erkennt man daran, dass man hier so einen komischen Anschluss hat mit so drei Löchern. Ne? Ja, und da muss das passende Mikrofonkabel rein. Das halte ich mal kurz vor die Kamera. Das ist ein Mikrofonkabel, nennt man auch XLR-Kabel. Und das Mikrofonkabel hat einen männlichen und einen weiblichen Anschluss. Ihr könnt ja mal raten, welcher ist. Der männliche Anschluss, der kommt also hier rein. Da muss man ein bisschen drehen und irgendwann rastet er ein. Und der weibliche Anschluss kommt ins Mikrofon. Das Mikrofon hat hinten auch den passenden Anschluss. Ne? Da kommt das dann rein. Muss man auch ein bisschen drehen. Dann rastet das ein. Das ist wichtig, dass es einrastet, damit man, wenn man jetzt damit rumläuft oder Rede hält, damit es nicht rausfällt. Genau. Dann ist auch schon alles gut. Wenn Mikrofon und Kabel funktionieren, sollte dann ein Ton kommen. Jetzt muss man noch ein paar Sachen beachten. Erstmal hier oben ist der Gain-Regler. Und den muss man halt ein bisschen aufdrehen, damit überhaupt eine Verstärkung stattfindet von dem Mikrofon. Das Mikrofon hat relativ wenig Output, deswegen muss man den ein bisschen hochziehen. Wenn das Mikrofon sehr laut ist oder der Sänger oder das, was man anschließt, die Signalquelle, muss man ihn ein bisschen runterdrehen, ne, sonst übersteuert es. Der ist sehr wichtig, im Gegensatz zu dem Regler hier ganz unten. Ne, das ist der Fader für den Kanal. Wenn man den bis oben hin aufzieht und hat aber hier oben kein Gas gegeben, kommt trotzdem nichts raus. Ja? So, jetzt können wir gerade mal testen. 1, 2, 3, jetzt hört man schon was. Und man sieht auch hier unten, das grüne Lämpchen blinkt. Alles super. Ja? Jetzt mache ich mal Folgendes. Ich drehe jetzt mal den Fader runter und drehe hier oben auf, immer mehr auf und dann sieht man, das rote Lämpchen geht an und es klingt eklig. Ja, es fängt an zu verzerren, obwohl es gar nicht so laut ist. Ja, so laut ist es nicht. Aber hallo, da zerrt es schon wie verrückt. Ne? Deswegen ist hier oben viel zu weit auf, muss ich runtergehen und oben dann, unten dann mehr Gas geben, dann wird es laut und klingt gut. Das ist ganz wichtig beim Mikrofon einstellen, Gain und Fader. Ne? So, jetzt haben wir hier noch ganz viele Knöpfe. Einmal High, da kann man die Höhen reindrehen. Wenn ich das runterdrehe, wird es muffig. Wenn ich es hochdrehe, klingt es sehr brillant. Die Gefahr ist dann aber, dass es anfängt zu pfeifen. Ganz gefährlich wird es, wenn ich mit dem Mikrofon vor den Boxen stehe. Dann pfeift es sofort. Ne? Also immer weg von den Boxen und am besten den Kopf zwischen Box und Mikrofon, weil dann schirmen die abstehenden Ohren, so wie bei mir, die schirmen das dann ab. So, also Höhe ist wichtig, damit es gut klingt, aber nicht zu viel. Mitte ist auch ein sehr wichtiger Regler. Damit kann ich nämlich das Feedback in den Griff kriegen. Bei dem Mischpult hier haben wir einen Mittenregler, der durchgestimmt werden kann. Das heißt, das könnt ihr noch einmal nachgucken. Der fängt bei 250 Hertz an, das ist relativ tief. Ja. Und dann geht er weiter hoch in den Bereich, wo es klingt wie ein Telefon. Und dann noch wieder in die hohen Frequenzen. Dann sind wir jetzt hier bei 5000 Hertz. Ja. Und dann habe ich hier eine Anhebung und eine Absenkung. Hier kann ich also die Frequenz, die ich einstelle, absenken. Ja. Dann kann ich den ganzen Bass wegmachen. Jetzt klinge ich also so blechern oder ich kann die Mitten wegmachen, dann klingt die Stimme ganz komisch, nicht mehr präsent, aber es pfeift dann garantiert nicht mehr. Also wenn ich Probleme habe mit Feedback, dann stelle ich den ungefähr so bei 1500 Hertz ein und senke ein bisschen ab. Ne? Ja, und dann haben wir noch einen Bassregler, der ist wieder fest von der Frequenz eingestellt, wie der Hochtonregler. Damit kann ich den Bass rein tun, ja, oder absenken. Gut, beim Mikrofon ist es ganz gut, eine Sache noch hier oben den Knopf zu drücken. Da steht
80 und dann ist da so ein Zeichen, vielleicht kannst du mal ganz nah rangehen hier. Ja, 80. Das bedeutet, da wird der Bass bei 80 Hertz abgeschnitten nach unten, da kommt nichts mehr. Und meine Stimme zum Beispiel, die geht doch nicht so tief runter. Ne? Da kann ich das auch unten ausblenden. Das hat den Erfolg, dass das Signal nicht so rumpelig wird, weil die tiefen Frequenzen einfach raus sind. Wenn ich jetzt tiefe Instrumente aufnehme, zum Beispiel Bassdrum vom Schlagzeug, muss ich den Regler rausmachen, weil die Bassdrum tief runterkommt und da will ich auch die tiefen Frequenzen drin haben. Hier gibt es noch zwei AUX-Wege, da kann man also das Mikrofonsignal auf andere Boxen schicken. Wenn man so Monitorboxen hat auf der Bühne von der Band, dann kennt ihr das. Das sind vorne die großen Boxen fürs Publikum und die kleinen für die Band, damit die auch was hört. Das stellt man mit dem AUX-Weg ein. Und hier F1, F2, das sind die Effekte. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Vielleicht kommst du mal hier rüber. Genau. Hier gibt es Effekt. Und da kann ich dann einen Effekt auswählen und hier drauf schicken. Dann muss ich den noch anschalten. Und da geht es immer noch. Na, hört man was? Ja. Genau. Jetzt hört man den Effekt. Ja, Riesenhall. Und den kann ich hier am Kanal da drauf schicken oder wegnehmen. Das kann ich für jeden Kanal extra machen. Pan ist Panorama, das heißt, da kann ich das Signal nach links legen, auf die linke Box oder nach rechts, auf die rechte Box oder in der Mitte auf beide Boxen. Normalstellung. Wenn ich jetzt aber Instrumente auf der Bühne habe und ein Instrument steht ganz links, dann stelle ich das auch im Panorama so ein, weil das fürs Publikum dann natürlicher ist, dass die Gitarre zum Beispiel, die auf der Seite steht, auch mehr links rauskommt. Und nicht plötzlich auf der anderen Seite aus der Box rauskommt. Das kann ich so ein bisschen machen, wenn ich möchte. Vor allem beim Aufnehmen ist es wichtig. So, dann haben wir noch die Master-Sektion, die ist hier. Da haben wir also den Master-Regler, den roten und den Equalizer. Damit kann man auch den Sound noch einstellen und hier kann man alles laut und leise machen. Das war's erstmal.